Tierheim TV informiert und zwar diesmal über die artgerechte Haltung von Wellensittichen. Da liegt es nahe, einen Fachmann an die Seite zu holen. Und zwar ist das die Erna. Die ist Regionalvorsitzende, Regionalleiterin beim Verein der Wellensittichfreunde Deutschland e.V. Ja. Also eine echte Fachfrau, was Wellensittiche anbelangt. Erna, wie, zum Verein so ein bisschen kurze Information. Ja, unser Verein existiert seit 2002, wurde gegründet und wir arbeiten bundesweit halt hauptsächlich übers Internet. Wir arbeiten mit Pflegestellen, wir haben eine Vermittlungsrubrik und ein Forum, wo auch Nicht-Vereinsmitglieder sich anmelden können, kostenlos, sich informieren können. Wir haben auch eine Ratgeberseite, wo wir auch Tipps geben, man kann sich austauschen. Und ja, da wir bundesweit arbeiten, halt hauptsächlich mit Pflegestellen. Wie viele Mitglieder dann, habt ihr? Ich glaube, das ist derzeit so bei 270 Mitgliedern. Halt verstreut über Deutschland, auch teilweise welche aus Österreich dabei. Und wir haben aber sehr viele Aktive, die im Forum sind, die nicht Mitglieder sind. Also auf unserer Forumsplattform sind sehr viel mehr aktiv. Erna, ihr habt 12 Gebote, die ich sensationell finde. Und wir werden diese 12 Gebote mal durchgehen, damit im Grunde alle, die sich für Wellensittiche interessieren, wissen, halte ich meinen Wellensittich überhaupt artgerecht? Oder was gibt es zu beachten, wenn ich vorhabe, mir einen anzuschaffen? Da heißt es im ersten Gebot, Gebot der Wellensittichhaltung, du sollst mindestens ein Wellensittich neben mir haben oder 3 oder 4 oder 5. Ja. Klär mal im Detail auf. Wellensittiche sind Schwarmvögel. Man kann das am besten vergleichen, wenn man mal in die Natur geht und sich Spatzen anguckt. Die sind immer im Trupp, im Schwarm. Und Wellensittiche sind Schwarmtiere und sie sind alleine sehr unglücklich. Sie sollten mindestens zu zweit gehalten werden. Und man sieht zum Beispiel, wenn man mal die Möglichkeit hat, mehrere Wellensittiche zu beobachten, wie die untereinander agieren. Und dass also vieles fehlt, zum Beispiel das Kraulen, das ansprechbar, diese paar Kommunikation zwischen den Tieren. Und das kann man als Mensch nicht bieten, weil wir Menschen möchten ja auch immer mit Menschen kommunizieren und nicht nur mit einem Tier oder einem anderen Gegenstand. Und das ist bei Wellensittichen halt genauso. Aber es gibt ja viele, die sagen, ich habe einen Wellensittich, dann ist der sehr auf mich, in Anführungsstrichen den Menschen, fixiert und glauben, dass sie das Richtige machen. Ja, ist natürlich auch so, wenn wenn so ein Wellensittich, der ist tagsüber, wenn man jetzt als Mensch nicht da ist, alleine, dann tut der gar nichts. Und dann kann es natürlich sein, wenn der Mensch dann da ist, dann wird er aktiv. Ne? Weil ich habe es auch schon gehört, dass manche sagen, wenn man zwei hat, ja, wenn er jetzt alleine war, dann war der aktiver. Ja, natürlich. Wenn sie zu zweit sind, dann beschäftigen sie sich untereinander, auch dann, wenn keiner da ist. Und man kann auch trotzdem, wir haben also mit dir, die haben wirklich große Schwärme, die haben 8 oder 10 Wellensittiche, wo wirklich ein Teil handzahm werden. Das liegt am Vogel selber, vom Charakter des Vogels her. Die sind sehr neugierig, die kommen auch an, die sind zutraulich. Und ein Teil ist halt scheu und die bleiben aber auch in Einzelhaltung scheu. Dann heißt es in eurem zweiten Gebot, du sollst uns täglich fliegen lassen, je mehr, desto besser. Ja. Also ist natürlich so, dass auch wenn man einen großen Käfig hat, der tägliche Freiflug ist wichtig. Und man sollte, wenn es geht, Wohnung so absichern, dass man ganztägigen Freiflug anbieten kann oder einen halben Tag zumindest, weil Wellensittiche auch ihre Ruhezeiten haben und sie gehen nicht auf Kommando raus. Und Fliegen ist natürlich, es stärkt die Lunge, es stärkt die Muskulatur allgemein und das kann man im Käfig halt nicht bieten. Aber es haben ja viele Angst, wenn sie ihren Wellensittich aus dem Käfig herauslassen, dass sie ihn nicht wieder reinbekommen. Das kann man antrainieren, indem man halt dann nur im Käfig füttert, nicht außerhalb gibt und es gibt mittlerweile, man kann einige Tricks anwenden, zum Beispiel man dunkelt das Zimmer ab und gewöhnt sie erstmal daran, auf Stöckchen zu kommen und setzt sie dann wieder rein. So nach und nach gehen sie dann von selber wieder rein. Man muss halt eben konsequent eine Zeit lang durchziehen und dann gehen sie auch von alleine rein. Man muss sich auf jeden Fall wirklich Zeit nehmen. Man muss sich die Zeit nehmen. Und die Zeit geben. Ja, es geht auch nicht so, dass man jetzt sagt, ja, hopp jetzt rein, das klappt meist nicht. Ne? Also man muss wirklich dann auch die Zeit haben, wenn man einen Käfig aufmacht, dass man sagt, gut, wenn das hier reingeht, dann macht man irgendwann zu, so kann man es als erstes angewöhnen. Und dass man auch sagt, so jetzt auf Kommando reingehen geht nicht. Wenn es mal sein muss, dann muss man halt fangen. Das ist in eurem dritten Gebot heißt es, du sollst uns ein schönes Zuhause schaffen. Je größer, desto besser. Ja.
Das ist bei den Käfigen halt, man sollte wenigstens 1,20 Meter breit haben. Wobei man sagen muss, es ist die Breite ist wichtiger als die Höhe. Weil wenn man jetzt so eine ganz hohe Voliere hat, die aber sehr schmal ist, Wellensittiche sind wie Flugzeuge, die brauchen eine lange Bahn. Das sind keine Hubschrauber, die jetzt nur hoch und runter fliegen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen 80er Käfig hat, ist auch okay, wenn man den ganzen Tag Freiflug anbieten kann für 2 bis 4 Vögel. Wobei das ja, der Standard wobei ist, das, diese Größe, ne? Nee, 80 ist der, die Größe. Die meisten haben noch kleinere. Ja, die meisten haben kleinere. Ja. Man kann es relativieren, wenn man sagt, okay, man hat einen ganzen Tag Freiflug, aber man muss auch bedenken, man muss sich vielleicht mal einsperren und auch Wellensittiche zicken mal untereinander rum, vertragen sich manchmal nicht und die müssen sich auch die Möglichkeit haben, sich auch mal aus dem Wege zu gehen, auch im Käfig. Möglichst weil groß. Man möchte ja auch lüften und also groß geht immer, größer ist immer besser und aber unter 80 sollte es auf keinen Fall sein. Im 4. Gebot heißt es, du sollst uns immer was zu schreddern geben, sonst suchen wir uns selber was. Ja, das, wenn wir haben so schöne Sachen wie Korkrinde, was man sehr leicht in Terrarien findet, oder Naturhölzer, die sehr gut annagen können, weil ansonsten könnten sie auch schon mal die Bücherregale aussortieren oder die Tapeten. An die Pflanzen? Pflanzen, ja, da sollte man sowieso darauf achten, dass man Pflanzen nimmt, die ungiftig sind. Oder halt Pflanzen nimmt, die sie fressen können, dann wäre das nicht so dramatisch. Aber man muss bei Pflanzen auch sehr darauf achten, welche giftig sind und die muss man entfernen. Und zum Schreddern, was empfiehlst du da? Zum Schreddern sehr gerne Kork. Man kann auch Korkäste nehmen. Es gibt ja. Man sieht das gerade anhand der Bilder, ja. Was er da meint. Und, oder Birkabob oder einfach Naturzweige von Obstbäumen, ungespritzte Obstbäume natürlich. Die richtig abgeschält werden oder vom Weide. Also Naturhölzer ist immer das Beste zum Knabbern. Okay. Beim 5. Gebot heißt es, du sollst für Abwechslung im Futternapf sorgen. Wer mag schon täglich dasselbe im Napf? Ja. Da geht es hauptsächlich auch darum, zum Beispiel Grünzeug anzubieten. Man muss es halt variieren und ausprobieren, was sie mögen. Auch ein bisschen erfindungsreich sein. Zum Beispiel Möhren kann man ganz hingeben, mit Möhrengrün aufhängen, das Grün schön nass machen. Das hat den sehr schönen Effekt. Die baden auch gerne in dem Grün. Und man muss auch ein bisschen Geduld haben bei Tieren, die das noch nicht kennen. Gurke ist zum Beispiel auch ein Brenner, was sehr gut auch bei der Mauser gegeben wird. Oder man kann auch dem Futter selber mit Grassamen ein bisschen strecken oder anreichern, weil die nicht so gehaltvoll sind. Und verschiedene Hirsesaaten, also ein Futter nehmen, wo mehrere Saaten drin sind. Im 6. Gebot heißt es, du sollst für abwechslungsreiche Beschäftigung sorgen, also geh und bau und Spielzeug. Ja, man kann sehr einfach auch Spielzeug selber basteln, indem man halt meinetwegen Korkstücke nimmt, die auf so einem Fruchtspieß vielleicht aufspießt und sie haben dann was zum Schreddern oder man baut Schaukeln selber aus solchen Sachen. Und sie sind halt beschäftigt, sie beschäftigen sich nicht mit der Wohnungseinrichtung in dem Sinne. Und sie haben halt Abwechslung. Ne? Dem Einfallsreichtum der Halter sind da also grundsätzlich keinerlei Grenzen gesetzt. Was auch eine sehr gute Sache ist, auch zur Beschäftigung. Man nimmt eine kleine Kiste und tut verschiedene Einstreu rein. Hier hinten besonders, die räumen die ganz gerne dann aus oder auch Heu rein. Oder man tut Körner rein, wo sie dann ihr Futter wirklich suchen müssen und dann damit auch beschäftigt sind. Im 7. Gebot sagt ihr, du sollst uns immer ernst nehmen, egal was passiert. Ja, wir haben es auch oftmals zum Beispiel, dass Tiere, gerade wenn sie in der Mauser sind, ein bisschen sehr merkwürdig aussehen. Und man muss auch immer, auch wenn das manchmal lustig aussieht, dass man vielleicht auch ein bisschen einen ernsten Blick drauf hat. Wir haben jetzt aktuell vielleicht einen, der so gern mit Perlen füttert an seinem Spielzeug. Dass man da auch dann, es sieht lustig aus, man müsste vielleicht auch mal mit einem ernsten Blick hingucken. Wenn er zu viel füttert, das kann zu Kopfentzündung führen. Und der kriegt jetzt aktuell seine Perlen auch nur sonntags, damit er nicht zu viel füttert, damit das nicht zu Krankheiten führt. Oder was auch sehr schön ist, ist, wenn sie an so Knoten von den Bindfäden, wenn die richtig rauszupfeln, man muss da also bei allem, wo Baumwollseile oder so drauf achten, dass nicht zu viel Fransen sind. Da könnten sie dann auch dran hängen bleiben. Also auch bei allem, auch wenn es lustig aussieht, mal ein bisschen gucken und kontrollieren, ob das wirklich auch gesund ist.
Auch hier ist also dem Einfallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Nein. Wunderbar. Im 8. Gebot heißt es, du sollst mit uns zum vogelkundigen Tierarzt gehen, ob wir wollen oder nicht. Trifft ja nicht nur auf Vögel, sondern grundsätzlich auf alle Tiere zu. Bezüglich Wellensittichen? Bezüglich Wellensittichen haben wir halt das Problem, dass bei den meisten Kleintierärzten halt die Ausbildung auf Zervögel nur so angerissen wird in der Ausbildung. Und man sollte sich dann wirklich entschließen, zu einem vogelkundigen Tierarzt zu gehen, der eine Zusatzausbildung hat zumindest und dann auch mal eine weitere Strecke in Kauf nehmen. Man kann so einen kleinen Transportkäfig nehmen, wo man die Tiere sehr gut unterbringen kann. Gerade so jetzt im Winter sind die sehr gut geeignet. Man kann denen in eine Tasche stellen, eine Wärmflasche drunter tun, damit die wirklich auch warm und geschützt sind. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen etwas größeren Käfig nimmt, auf jeden Fall darauf achten, während des Transportes die Schaukeln rausnehmen, weil die können gefährlich werden. Wie oft zum Tierarzt? Je älter, desto öfter? Oder? Nein, also zum Tierarzt, wenn ein Vogel auffällig wird, auf jeden Fall das erste Mal, wenn man sich Tiere anschafft, zum Eingangscheck. Und dann halt nur, wenn man merkt, beim Tier ist was auffällig oder Krallen werden zu lang, der Schnabel wächst zu lang oder das Tier fängt an und kratzt sich, dann sollte man auf jeden Fall das Thema zum Tierarzt nehmen. Es könnten Milben sein, es kann sein, dass eine Organstörung vorliegt, dass dadurch ein Krallenwachstum oder Schnabelwachstum ist. Also man muss einen Wellensittich nicht regelmäßig abchecken lassen und zum Tierarzt bringen, sondern beim Wellensittichwachstum, wenn er auffällig wird, auf jeden Fall, aber dann schnell zum Tierarzt und dann auch zum Vogelkundigen. Im 9. Gebot heißt es, du sollst uns duschen und baden lassen. Wir suchen uns schon aus, wie wir es gerne hätten. Ja, also beim Wellensittich ist so, manche mögen keine Bäder. Die standardmäßigen Badehäuschen, die mit oben abgedeckt sind, die werden am wenigsten angenommen, weil das ist für die nicht so angenehm teilweise. Manche baden lieber in flachen Schälchen. Manche möchten gern Berieselung mit Wasser von oben. Das heißt, man nimmt eine Auflaufschale und nimmt so einen kleinen Aquarienpumpe. Das Wasser ein bisschen plätschert, das mögen sie teilweise auch. Manche baden halt lieber, wenn man Grünzeug mit reintut ins Wasser, weil sie dann nicht nur das Wasser haben. Oder halt man besprüht es einfach mit einer Blumenspritze, weil man das Wasser auch jeden Tag auswechseln muss. Hauptsache also, Wasser. Es sind Individualisten oder halt manche, bei meinen, ich habe viele, die mögen halt nur das nasse Grün, wo halt wirklich, wenn sie Grünzeug bekommen, das richtig nass gemacht wird und die baden da drin. Zehntens, du sollst keinen großen Wert auf Zahmheit legen. Wir entscheiden, wann und ob wir zu dir kommen. Ja. Ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil Wellensittiche, es gibt welche, die sehr neugierig sind, sehr aufgeschlossen und die kommen auch an, auch wenn sie im Schwarm sind, auch mit mehreren. Es gibt aber auch welche, die sind halt sehr scheu von der Art her, sehr zurückhaltend und die gehen den Menschen lieber aus dem Weg, die kommunizieren lieber miteinander. Und da muss man halt auch so ein bisschen sehen, dass man den dann nicht bedrängt und sich eher auf den anderen, der kommt dann schon an. Und manchmal ist es auch so, dass die anderen dann auch mitkommen, wenn einer vorangeht. Also es ist jeder, man kann nicht von vornherein sagen, der wird zahm und der nicht. Es hängt da immer vom Wesen des Vogels ab. Bei der 11 heißt es, du sollst unser Heim schön sauber halten. Für den Putzgrund sorgen wir schon. Ja, also wer Wellensittiche hält, dessen bester Freund ist der Staubsauger. Das ist also, die Mausern immer irgendwie, beim Schreddern fällt immer irgendwas ab. Ich meine, beim Korkschreddern, man kann es dadurch ein bisschen reduzieren, dass man halt Sachen, wo viel umherfliegt, überhalb der Voliere anbietet, dann wird das Wohnzimmer etwas geschont. Aber sie machen sehr viel Dreck. Auch wenn sie zum Beispiel frische Gräser oder so fressen, die Hülsen, die fliegen rum. Und wenn sie fliegen, fliegen natürlich die ganzen Spelzen und Eisbären. Hygiene sollte auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielen. Man muss halt regelmäßig sauber machen und die Käfige und auch die Plätze, wo diese Vögel sitzen. Das letzte Gebot sagt, du sollst nicht nur an uns denken, unterstütze auch andere Wellensittiche. Ja, das ist ja bei uns im Tierschutz auch immer so, dass wir halt auch ein Verein sind, der auf Spenden angewiesen ist. Oder wir machen auch jedes Jahr einen schönen Tierschutzkalender zum Verkauf. Aber es geht uns auch darum, dass man zum Beispiel ein bisschen darauf achtet, wenn man zum Beispiel sieht, dass irgendwo ein Einzelvogel ist, dass man vielleicht einen Flyer mitnimmt und den mal im Briefkasten steckt, wenn man nicht persönlich hingeben will und die Leute darauf ansprechen. Oder wenn man sieht, dass im Sommer haben wir es öfter, dass die Tiere halt einfach auf den Balkon gestellt werden und dass die Leute manchmal daran denken, da könnte vielleicht eine Katze kommen oder es ist zu viel Sonne, dass man da vielleicht auch mal auf die Leute ein bisschen darauf aufmerksam macht und auch mal so ein bisschen sich umguckt.
Sofern ihr also aus Punkt 12 geht natürlich hervor, sofern ihr den Verein der Wellensittich-Freunde Deutschland e.V. unterstützen möchtet oder euch informieren möchtet, unter der unten eingeblendeten Internetadresse bekommt ihr viele, viele nützliche Informationen zu Wellensittichen. Anna, wir haben alles Wichtige, Informative in Kurzform den Zuschauern nahegelegt. Nochmal der Hinweis, guckt, geht einfach mal auf die Webseite, gibt es wirklich tolle Informationen. Dir danke ich für das Gespräch. Danke. Und die Reihe Tierheim TV informiert wird natürlich fortgesetzt. Bis dann.